Soziopath oder Psychopath? Wo der Soziopath nach äußerem Wirken aus ist und ein Publikum für seine Taten benötigt, ist der Psychopath komplett unauffällig. Ihm geht es nicht um Auffälligkeit, ganz im Gegenteil. Er handelt still und leise, mit großer Präzision und ihm ist das Erreichen seiner Ziele wichtiger als alles andere. Um seine Ziele zu erreichen, optimiert er sein Handeln ganz genau und formt sein Verhalten danach aus. Seine Anpassungsfähigkeit erreicht stets ein hohes Maß. Er arbeitet sehr fein und sehr genau an seinen Zwischenschritten und erlangt so eine unauffällige Persönlichkeit nach außen hin. Seine Anpassungsfähigkeit und seine trügerische Wohlgesinntheit seinem Umfeld gegenüber ist nicht Teil einer überragenden Intelligenz, sondern Teil seines Symptoms. Sein Verhalten ist wie der Duft oder die Farbe einer Blüte. Es zieht seine Opfer magisch an. Er wähnt sich nicht einfach nur sicher in der Nähe seines Opfers, sondern er modelliert das gesamte Umfeld, jede Kleinigkeit darin. Er bindet sein Opfer über dessen Bedürfnisse an sich und schließt diesen Kreis dann immer enger um das Opfer herum. Erst wenn er sich dessen ganz sicher weiß, erst dann wird er bei seinem Opfer zuschlagen. Dieses Sicherheitsbewusstsein unterscheidet ihn vom Soziopathen und in dieser Sicherheitskontrollsucht kann er sehr geübt und klug vorgehen. Daher gelingt ihm das Morden in Serie und daher ist es sehr schwer, Serienmörder früh zu schnappen. Da wir in unserer Gesellschaft und den meisten westlichen Zivilisationen die Justiz nicht sozial und das Soziale nicht justiziabel umkleiden, zwischen beiden gibt es leider nur einen krassen Schnitt, kann der noch recht junge Psychopath die Sozialsysteme aushöhlen und sie sogar für sich zu nutzen erlernen. In seiner Jugend arbeitet der Psychopath an genau diesen Dingen sehr gezielt und er stimmt sein Verhalten und seine Außenwirkung genau darauf ab. Daran kann ihn ein geübter Psychologe sehr schnell erkennen. Er will Dinge wissen, er will eine Außenwirkung erzeugen, nur um die Außenfaktoren in ihrer Reizbarkeit zu testen. Er will Kontaktpflege betreiben, um sich immer unsichtbarer für die Systeme, die Umwelt und den Menschen um ihn herum zu optimieren. Der Soziopath will in allem, was er tut, Aufmerksamkeit erreichen. Je mehr, desto besser. Er prahlt auch mit seinen Taten, um aufzuzeigen, wie mutig und machtvoll er ist. Der Soziopath tritt stark körperbetont auf und er benutzt seine Intelligenz in den meisten Fällen nicht für seine Gewaltexzesse. Er tritt stark konkurrierend und einnehmend auf. Der Psychopath ist ein in sich gekehrter Mensch, der seine Außenwirkung gezielt einsetzt, sie spielt und im richtigen Moment inszeniert. Je intelligenter ein Psychopath als Erwachsener wird, desto intellektueller wird er vorgehen. Ein Soziopath kann so gut wie gar nicht aus seiner Haut. Ein Psychopath hingegen erfindet ständig neue Nischen für sein Verlangen und fällt konsequent an seinem Verhalten herum. Daher wird er sich auch bestmöglich für seine Nische optimieren können. Psychopathen gibt es in breiter Schicht in den unterschiedlichsten kulturellen Nischen einer Gesellschaft. Sie finden sich in der Industrie, in der Politik, im Militär, als Beamte, in der Kunst, in der Hochfinanz oder verdeckt als Serienmörder unter uns. Die intelligentesten unter ihnen trifft man im Militär, in den Geheimdiensten, in der Politik, der Industrie und vor allem in der Hochfinanz an. Die primäre Strategie der psychopathischen Persönlichkeit ist die Fähigkeit zu optimieren, anonym seinen eigentlichen Handlungsabsichten gegenüber der Masse Mensch zu werden. Dazu dienen ihr die Machtverhältnisse miteinander verwandter und verwobener Systeme, die sie zu dirigieren beabsichtigt und sich darin versteht, sie zu lenken. So finden wir den psychopathischen Sexualgewalttäter sehr häufig genau in den Berufsgruppen, in denen er Kinder und Minderjährige leicht erbeuten kann. Im Sozialdienst, der Kirche, in Heimen, bei Pflegeeltern, in Jugendgruppen oder Schulen. Es geht den Psychopathen um Macht über andere. Doch das Verhältnis zur Macht, das sie anstreben, ist nicht das, welches der Soziopath anstrebt, sondern das der absoluten Beherrschbarkeit, der in der Macht innewohnenden Bindungssicherheit. Diese versucht er in sich aufzunehmen, sich ihnen komplett und ausführlich anzupassen. Er will selbst zu dieser Bindungseigenschaft werden. Die Macht über andere soll in meinen Adern fließen, sagte mir im Interview ein Psychopath. Sein wahres Ziel ist die vollkommene Ohnmacht anderer über deren Umwelt und deren Leben, das er dirigiert. Er leidet unter einem Gotteswahn und nutzt dazu sein omnipotentes Machtgefühl über die jeweilige menschliche Ressource aus. Diese Macht benötigt er, weil es sein Plan ist, die Ressource, die er von seinem Opfer will, absolut zu beherrschen. Er meint von nun an, dass er das Leben an sich beherrschen könne und er will ihm seinen Willen und seinen Stempel aufzwingen. Er handelt stark zwanghaft, dabei jedoch mit äußerster Gelassenheit.
Nur wenn man ihm hier in die Quere kommt, ihn dabei nervös macht, beginnt er manchmal Fehler zu machen. Dies nutzen Fallanalytiker oft aus, um ihn Fehler machen zu lassen und er aufgehalten werden kann. Das Opfer hat meistens nur den Zweck, sein krankhaftes und wahnhaftes Potenzial zur Entfaltung zu bringen und das für ihn aufkommende Hochgefühl dabei zu genießen. Der Psychopath definiert omnipotente Macht als eine Ressource, mittels der er sein krankes Bedürfnispotenzial voll auszuleben gedenkt. Und genau diese Fähigkeit zur Beherrschbarkeit absoluter Machtstrukturen macht ihn so immens gefährlich und auch durchlässig für soziale Institutionen. Weil viele sich solch einen Menschen nicht vorstellen können, sind sie für dessen Früherkennung auch blind. Auch die Alternativen innerhalb seiner Machtausübung beim Opfer gehören zu seiner Verhaltenscharakteristik, weil er auch deren Auswege oder mögliche Fluchtwege mit berücksichtigt hat und diese ebenfalls beherrscht. Der Psychopath ist der perfekte Faschist. Er sehnt sich nach totalitärer Macht und Machtausübung über diejenigen, durch die er seine krankhafte Befriedigung erlangen kann. Wenn wir eine antisoziale Persönlichkeit vor uns haben, so sollten wir stets bedenken, ob sie sich eine auffällige oder eine unauffällige Außenwelt konstruiert. Denn gefährlicher sind die, die sich scheinbar unauffällig unter uns mischen und somit ihren Bedürfnissen nachgehen können. Sie leben dann ein Doppelleben und können sich in zwei Persönlichkeiten zum Ausdruck bringen, die im eigentlichen Sinne nur eine Persönlichkeit ist: sozial-emotionale Mimikry. Der Psychopath fällt zumeist erst nach Jahrzehnten als solcher auf, weil wir seine Opfer und Hinterlassenschaften am Tatort erkennen, noch lange bevor wir ihn zu Gesicht bekommen und dingfest machen können. Ich bin mir sicher, dass das nur deswegen so ist, weil wir innerhalb unserer Sozialsysteme keinerlei Präventionsmodell zur Früherkennung solcher noch jungen Psychopathen entwickelt haben. In Schule kümmern wir uns derzeit ja noch nicht einmal um die jungen Gewalttäter und wirken bei ihnen entsprechend präventiv ein. Dort wartet man freilich auf die Justiz, indem man Gewalttätern so lange ihrem Treiben nachsieht, bis die Justiz eingreifen muss. So verlagert man Problemlösungen, indem man sie auslagert und dann mit völlig falschen Mitteln zu lösen versucht. Mit Vollzugsmanagement. Psychische Unreife im Klassenzimmer. Man kann vielleicht nicht oft genug und deutlich genug darauf hinweisen, dass es sich hierbei nicht um ein bewusstes Bloggen dieser Jugendlichen handelt. Auch nicht um im Vorfeld erlernte Strategien. Ihnen ist nicht ausreichend bewusst, dass ihr Verhalten sie in die Irre führt und ihr weiteres Leben negativ beeinflusst. Sie sind in Selbstbildern fixiert, die denen von Kleinkindern entsprechen. In diesen sind sie die Bestimmer und müssen keine Beeinflussung von außen dulden. Michael Winterhoff und Isabel Thielen. Unterricht können wir auf unserer Schule nur noch sehr begrenzt abhalten. Die Mehrheit der Schüler dort können einem Normalunterricht gar nicht mehr folgen. Die hören einem nicht zu und sind im Klassenzimmer nur noch mit sich selbst beschäftigt. Würde man auf richtigen Unterricht bestehen, man würde von denen jeden Tag entweder bis zur Weißglut gereizt werden, bis aufs Übelste beleidigt oder gar selbst durch sie mit Gewalt konfrontiert werden. Im Grunde besteht der Unterricht für uns Lehrer oft nur noch darin, den Schülern zu gefallen zu sein, damit man unbeschadet wieder aus der Klasse kommt. Rütli war gestern, Rütli ist heute, überall. Und es ist keineswegs ein Türken- oder Araberproblem. Es ist ein Problem der Arbeiterklasse geworden. Die Politik ignoriert das Problem vollkommen. Die antiautoritären Methoden oder das immerwährende Verständnis Gewaltschülern gegenüber optimiert sie nur noch weiter, sich über Gewalt mitzuteilen. Solche werden zu Helden von den anderen erklärt. Aus Angst, selbst Opfer zu werden oder aus Gruppenzwang, weil man sonst keine Freunde hat. Laut Medizin haben die Jungs fast alle ADHS. Dem Mädchen hingegen wird Borderline attestiert. Das ist bei den Mädchen in Mode gekommen und viele schauspielern sich in das Borderline-Syndrom hinein, um cool auf die Schlägermädchen zu wirken. Die werden dann zu Alpha-Heldinnen erklärt und legitimieren sich darüber, indem sie lauthals über sich behaupten, sie repräsentierten die neue Emanzipation der Frauen. Die wissen gar nicht, was Emanzipation und Frauenrechte sind. Der Schulhof ist voll von solch psychisch gestörten Mädchen. Doch keiner erkennt das. Als Lehrerin bist du da vollkommen überfordert, weil du ja keine Psychologin bist. Aber auch rein menschlich betrachtet sind wir mit so einer Fülle von Soziopathen einfach überfordert. Beschäftigt man sich intensiv mit denen, landet man schnell an seinen Grenzen. Die Kraft hat man einfach nicht, weil es viel zu viele geworden sind und auch immer mehr werden. Mehr als die Hälfte aller Schüler auf unserer Schule haben deutliche psychische Störungen, aber das kümmert anscheinend niemanden, weder die Eltern noch die Lehrer.
Ich sehe das so, dass man solche Schüler einfach auf der Hauptschule aufbewahrt, weil weder in der Psychiatrie noch den Jugendanstalten für so eine Fülle an jungen Menschen Plätze frei wären. Also bleiben die bei uns oder den Sonderschulen und Heimen. Somit wird Schule mit Straftätern konfrontiert, die dort eigentlich gar nicht hineingehören. Langsam jedoch gelangen die auch in die Realschulen, weil wir gar keine Kapazitäten mehr frei haben. Alles, was nicht in die Norm passt, das wird in den Regelschulen nach unten gedrückt. Gymnasiasten, die zwar klug sind, aber nur wenig Benehmen an den Tag legen, kommen in die Realschulen, dann in die Haupt- und, wenn nichts mehr geht, auch schon mal in die Sonderschulen. Das ist das neue Regelschulproblem. Sozial-emotionale Kompetenzen und Empathie sind zu den neuen großen Selektionsschrauben in Bildung geworden. Und wenn man genau hinsieht, dann ist das ein gesamtgesellschaftliches Erziehungs- und Bildungsproblem, gepaart mit einer völlig falschen pädagogischen Unterrichtslehre. Auch Schule macht aggressiv. Das Modewort unter Schülern für Schule ist Bildungs-KZ geworden. Das sollten wir ernst nehmen und nach den wahren Ursachen schauen. Doch das will weder Schule noch Schulbehörde oder Ministerium. Eltern haben immer weniger Zeit für ihre Kinder, weil unser Wirtschaftssystem von beiden Elternteilen verlangt, einer Arbeit nachzugehen. Dadurch verwahrlosen viele Kinder im Wohlstand, weil sie über Bildschirmmedienkonsum erzieherisch geparkt werden. Mal im Ernst, welches Kind will schon eine Beziehung zu seinem Fernseher oder PC oder der Spielekonsole aufbauen? Das ist doch nur Ersatz für die fehlende Bindungsbeziehung Mama und den fehlenden Papa, sagte mir eine Lehrerin einer Gesamtschule. Die Lebensblödheit Gewaltjugendlicher nimmt rasant an Umfang zu und sie umfasst nicht bloß schlechte Schulabschlüsse oder eine starre Bildungsverweigerung. Jugendliche Gewalttäter können immer weniger auf sich selbst, ihre Lebenszukunft und auf die sie umgebende Kultur eingehen. Sie sind nicht mehr bloß in ihren Leistungen zur Leistungsgesellschaft hin verarmt, sondern leben immer mehr ein rein selbstbezogenes Leben gegenüber den ganzen Kulturangeboten und erschaffen selbst gewaltbejahende Kulturgüter in Musik, Printmedien und Sprache. Sie müssen nicht bloß mehr das Lernen lernen, sondern lernen, dass sie überhaupt und ganz prinzipiell irgendetwas im Sinne einer selbstständigen Handlung und Haltung ihrer Umwelt und ihrer Lebensplanung gegenüber lernen müssen. Immer umfangreichere Desintegrationsprozesse und das Aufwachsen junger Menschen in einem entsprechenden Umfeld, das der Gewalt positiv zugewandt erlebt wird, üben auf Gewalt einen Entwicklungsprozess aus. Dadurch werden Gewaltformen als Ausdruck der Hilflosigkeit kulturell übernommen und über unterschiedlichste Traditionen gepflegt. Man könnte dies mit dem Begriff einer generativ prokulturellen Gewaltentwicklung bezeichnen. Es ist eine Tatsache, dass sich Gewaltgenerationen entwickelt haben, deren Bereitschaften zur Konfliktbewältigung sehr karg bis gar nicht ausgebildet sind. Gewalt unter Jugendlichen unterliegt also in ihrer Anwendung und Umsetzung einem kulturellen Entwicklungsprozess, bei dem die nachkommenden Generationen die Gewalthandlung vorangegangener Generationen zu optimieren tradiert haben. Dadurch entstehen auch neue soziopathische, bisweilen auch neue psychopathische Ausdrucksformen der Gewalt. Die Immunität therapeutischer oder trainingsintensiver Möglichkeiten gegen Gewalt wächst bei Gewaltjugendlichen immer mehr an, weil eine Vielzahl solcher Maßnahmen davon ausgehen, dass Gewalt sich nicht von Generation zu Generation weiterentwickeln könnte. Sie irren sich gründlich, da sie annehmen, Gewalt unterliege einem statischen Muster. Das auffällige Problem solcher Konzepte ist ihre durchweg gängige Praxis der Pädagogisierung. In vielen Trainings erlebe ich in Nachbesprechungen, Evaluationen und Supervisionen immer wieder psychologische Kenntnislücken bei den Trainern und sie sind oft sehr verblüfft, wenn man ihnen die teilnehmenden Gewalttäter psychologisch etwas näher bringt. Die Psychologie der Täter ist oft der blinde Fleck in den Sozialprogrammen vieler Konzepte.